Wie du siehst, Respekt, bis zum Ziel. Cheles, bravo, check Louisville. Ihr wisst gar nicht, was für einen Manga ich gestern gelesen habe. Ich habe den Manga schon vor Monaten gekauft gehabt, aber nie angefangen zu lesen, weil ich mir immer gedacht habe, nee, stimmt gar nicht, ich habe mir nichts dabei gedacht. Der Manga lag einfach die ganze Zeit bei meiner Freundin zu Hause und ich habe den nicht auf dem Schirm gehabt. Aber gestern war ich da und habe den Manga angefangen zu lesen. Und ich bin einfach nur verwirrt. Und irgendwo auch verstört leicht. Und über den Manga möchte ich heute reden. Und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Ich hoffe, das alte Video, das letzte Video hat euch gefallen. Ich hoffe, dieses Video wird euch auch gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like auf dem Video da. Würde mich sehr unterstützen und wir fangen einfach direkt an. Und zwar, es geht nicht um irgendeinen Manga. Ich habe den Manga auch noch nicht durchgelesen, aber es reicht mir darum, darüber kurz zu reden. Und zwar geht es um Kitaro. Oder Kitaros Geburt. Band 1 ist das hier. Der Manga ist von Reprodukt, das ist mein erster Reprodukt-Manga und wahrscheinlich auch mein letzter. Nee, also so schlimm war es nicht. Ich habe den Manga gelesen und ich habe vieles davon gehört, aber ich war nochmal selber ein bisschen erstaunt gestern. Und zwar geht es anscheinend um Monsterwesen, Geisterwesen, die in der echten Welt leben, aber die sind irgendwie in der echten Welt akzeptiert, aber irgendwie auch nicht. Irgendwie kommt dann ein Geistersohn raus und das ist Kitaro und sein Vater war früher ein Monster und ist jetzt nur noch ein Auge und die reisen um die Welt und er hat einen Job und irgendwie kämpft dann Dracula gegen irgendeinen Teufel und Dracula sieht nicht aus wie Dracula. Es ist einfach fucking verwirrend. Also ich verstehe die Story, aber ich verstehe nicht, wie man darauf kommt. Das hört sich so an, als hätte jemand in der Grundschule eine Story geschrieben, weil es einfach so absurd ist irgendwie. Die Zeichnungen sind auch okay, die sind nicht krass gut, die sind aber auch nicht schlecht. Aber die Story, also ich finde das irgendwo geil, versteht mich da nicht falsch. Also es ist in dem Sinne so verwirrend und absurd, dass es irgendwo auch wieder cool ist. Aber ich komme nicht drauf klar, Digga, ich fand das einfach nur weird. Also ich lese den noch zu Ende und mal gucken, was da meine Meinung ist. Aber Stand jetzt finde ich es eigentlich ganz cool. Freunde, ich habe ja im letzten Video auf TikToks reagiert. Wenn ihr wollt, dass ich auf TikToks oder Memes reagiere, schickt mir die gerne auf TikTok zu oder auf Instagram. Instagram heiße ich Mr. Grabs, den Namen ändere ich glaube ich in Zukunft noch und bei TikTok heiße ich Grabs YouTube. Mein TikTok-Kanal ist neu, den muss ich noch ein bisschen aufpeppen. Aber das kriege ich auch noch alles hin, Freunde. Sonst erzähle ich euch noch mal ganz kurz was ich heute noch mache. Ich werde heute noch arbeiten gehen, wie ihr im Hintergrund sehen könnt, läuft gerade noch Baki. Baki habe ich allerdings schon durchgeguckt. Wie findet ihr Baki? Schreibt mal Baki, wie findet ihr das? Schreibt es mal in die Kommentare gerne. Würde mich interessieren. Wisst ihr, worauf ich Bock habe? Ich hatte Lust, über Attack on Titan zu reden. Attack on Titan ist eigentlich ein sehr, sehr geiler Anime bis jetzt. Ich bin aktuell gerade. Und es war echt gut. Aber ich will euch jetzt nicht spoilern, weil ich weiß, ihr habt wahrscheinlich alle noch nicht zu Ende geguckt. Also einige von euch, deswegen halt lieber mein Maul. Und sagt einfach mal nichts dazu. Lustige Story, ich hatte genau vor einem Jahr Corona bekommen. Da war ich mit den Jungs, mit meinen Freunden, beim Kollegen im Keller. Und einer von uns hatte Corona. Und die Person kennt ihr wahrscheinlich sogar, aber ich sag den Namen jetzt einfach nicht. Und er hatte Corona und er hat uns alle angesteckt einfach. Und es war genau vor einem Jahr, habe ich gerade bei Snap Memories gesehen, was ziemlich interessant und lustig ist. Einfach Corona gehabt. Corona war eigentlich voll entspannt. Also bei mir jedenfalls. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ich hatte einfach ein bisschen Halsschmerzen, ein bisschen Husten. Was richtig weird war, am Anfang hatte ich keinen Geschmack mehr und keinen Geruchssinn. Und das kam so aus dem Nichts, als es angesprochen wurde bei mir. Und das war gruselig, weil du isst was und du schmeckst es einfach nicht. Und da tun mir die Leute leid, die das immer haben. Da kenne ich auch ein paar. Respekt an euch. Ich glaube, also ich finde Essen schon extrem geil, ne? Wenn ich das nicht schmecken können würde, wäre das schon echt schlimm für mich. Also habt ihr mein Beileid und meinen Respekt. Ich stehe mit euch, Freunde. Freunde, ich muss irgendwie noch auf die 4 Minuten kommen. Ich weiß, ich habe Bock darauf. Deswegen kann ich euch mal hier mein Bild zeigen, was ich gemalt habe. Ich habe mal angesprochen, dass ich angefangen habe zu malen. Und schaut euch den Lachs mal an hier. Seid ehrlich, ist schon ganz cool, ne? Sieht schon sehr professionell aus, wenn ihr mich fragt. Wenn ihr wisst, ob ich das gemalt habe, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich kann darüber auch ein Video machen. Wow, ja, egal, zurück zum Video. Ich denke, das war's dann mit den 4 Minuten, die ich hier aufnehmen wollte. Wie gesagt, Freunde, nochmal eine kleine Ansage. Kommt gerne Fortnite online. Ich heiße so bei Epic Games. Ich gehe jetzt online. Kommt alle gerne rein. Ich habe gestern schon ein paar Leute von euch zurückgeedet. Und auch einer, Green Crafter, hat mein Profilbild genommen. Freunde, nehmt alle auch die Ziege als Profilbild. Und in dem Sinne, ja.